Es ist noch gar nicht lange her, dass jemand ein Video von mir kommentiert hat und dabei die Frage gestellt hat, wie kann ich als Angehörige Betroffenen wirklich beistehen und etwas tun, was den Betroffenen wirklich nützlich erscheint. Ich bin Gabriele, ich begleite Trauma-Betroffene körperorientiert, bin selbst Überlebende und jetzt freue ich mich auf dich. Als allererstes möchte ich mich natürlich für diese Frage bedanken. Und ich freue mich sehr, wenn auch du vielleicht Angehörige bist, Partner bist, ein Freund bist. Vielleicht ist deine Freundin mit dieser Diagnose ja nach Hause gekommen oder ja diese Diagnose auch vielleicht jetzt erstmal gestellt worden. Oder du merkst, oh wow, bei mir ist ja doch einiges genauso wie die Gabriele das erzählt, oder du bist ja auch schon seit langem unterwegs mit dem Heilungsprozess. Viele Eltern auch, das erstmalig merken, oh wow, mein Kind hat womöglich genau diese Symptomatiken, wenn sie mal googeln, weil ihr Kind plötzlich irgendwie Systemsprenger ist, anscheinend ADHS hat oder das irgendwie sich komisch verhält, sich zurückzieht oder sonstige Symptome sie plötzlich auch beobachten. Also, es freut mich unglaublich, wenn du als Angehörige und Bekannte solche Gedanken machst. Und da spreche ich, glaube ich, im Namen aller Betroffener bzw. Überlebende, dass es etwas Wunderbares ist. Denn genau das ist das, was Betroffenen am meisten helfen kann. Dass Angehörige wirklich das machen möchten, was den Betroffenen nützlich erscheint und nicht etwas, was sie meinen, dass für die Betroffene das gut ist, sondern dass sie, wenn sie schon helfen möchten und was wirklich dort aus Herzen machen möchten, sie dabei berücksichtigen, was die Betroffenen dazu vielleicht sagen und was sie dazu auch äußern und da sich auch an diesem Prozess beteiligen lassen. Denn viele, die durch Entwicklungstrauma betroffen sind, haben genau ausgerechnet das Bedürfnis Autonomie nicht ausleben dürfen, sondern wurde diese entweder geraubt oder verletzt. Das heißt, dass sie eigentlich nie richtig entscheiden konnten durften, was sie möchten, wie sie das möchten, ob sie etwas wollen oder nicht wollen, etwas empfinden dürfen, fühlen dürfen oder nicht. Dementsprechend ist vielleicht das wirklich die erste Empfehlung und Einladung auch an die Angehörigen, die ich aussprechen möchte. Zweite Empfehlung, das Schweigen brechen. Was meine ich damit? Bis heute verhalten sich viele, viele Familien so, dass diese Diagnose oder eigentlich alles, was mit der Psyche zu tun hat, sozusagen so ist. Das ist immer noch ein Tabu. Darüber wird nicht gesprochen, da wird totgeschwiegen oder in der Familie auch nur hinter dem Rücken der Betroffenen darüber gesprochen wird. Das ist schrecklich. Das ist ein wirklich tief schreckliches Gefühl für Betroffene, wenn man hinter dem Rücken über sie spricht und auch dort nicht in die Kommunikation geht und darüber sich austauschen versucht. Was ich noch damit meine ist, dass diese Diagnose oder dass plötzlich jemand in meinem Umfeld mit diesen Folgen der frühkindlichen Erfahrungen Schwierigkeiten hat, Symptome sich entwickelt hat und vielleicht ihm auch sehr, sehr schlecht geht, ist kein Geschehen, kein Ereignis, was ich nicht kommunizieren darf, was ich nicht als Teil des Lebens wahrnehmen und auch behandeln sollte. Denn genau dadurch, wenn ich das totschweige, wenn ich das als etwas Unnatürliches darstelle,
oder überhaupt nicht darstelle, sondern ja, einfach ignoriere, ist ein noch weiterer Schaden und das Gefühl des Betroffenen, ich bin nichts wert, nicht mal das wert, dass man mich wahrnimmt mit all diesen Beschwerden oder dass es mir schlecht geht, nur bestärkt. Das heißt, dass ich eigentlich nichts Nützliches damit tue, sondern etwas noch ja, intensiviere, wie den Betroffenen sowieso schon ergeht. Und meine dringlichste dritte Empfehlung dazu wäre, zu versuchen, dass sie, soweit es möglich, in der Nähe von den Betroffenen aufhalten können. Denn viele meinen, dass wenn sie vielleicht einkaufen oder jemanden zum Arzt begleiten oder das Fragen stellen, dass es ausreicht. Das meiste kann nützen, wenn sie den Raum und ihre Zeit mit den Betroffenen teilen, sogar ohne, dass sie sich unterhalten. Was meine ich damit und was ist hier der Nutzen? Das ist das Prinzip und wunderbare Erfindung unser Körper, unseres Nervensystems, die sogenannte Koregulation. Denn Nervensystem kommuniziert immer mit Nervensystem, sogenannte Brain-to-Brain Communication. Das heißt, dass wenn Sie, und ich gehe davon aus, wenn Sie sich Gedanken machen und Sie das so einschätzen, dass Sie in der Lage sind, Betroffenen etwas Gutes zu tun und dass es Ihnen so weit gut geht, dass Sie da in der Lage sind, dass Sie ein weitgehend reguliertes Nervensystem haben, mit dem Sie dem Betroffenen unglaublich viel Gutes tun können, ohne dass Sie auch ein Wort gewechselt haben. Das heißt, dass es sein kann, dass der Betroffene zum Beispiel in einem Raum schläft und Sie in einem Sessel dort lesen oder mit Kopfhörer etwas anhören. Oder dass Sie ja, die Mahlzeiten gemeinsam zum Beispiel zu sich nehmen oder dass sie sogar das Arbeiten, also wenn sie am Laptop zum Beispiel arbeiten oder im Homeoffice immer wieder sind, dass sie sich ein bisschen verlagern in der Wohnung oder in ihrem Zuhause und eben mit diesem Laptop ist ja heute schon so viel möglich, dass wir mobil sind oder mit ihren Ordner, aber in der Nähe von den Betroffenen sind und sie mit der Anwesenheit ihres Nervensystems etwas Regulierung, also dass diese Person mehr in ihre Körper zurückkommt, wirklich vieles dazu tun. All diese drei Empfehlungen, natürlich auch dann erst, wenn die Betroffenen das zulassen, und wenn sie sagen, es ist in Ordnung oder wenn sogar es egal, sie ist egal, können sie davon ausgehen, dass diese drei Sachen wirklich was helfen. Insbesondere dann aus meiner Sicht wirklich ohne Bedenken, dass sie sich dort daran beteiligen können und dass sie wirklich unglaublich vieles und Gutes tun. Alles andere, dass sie etwas besprechen wollen, dass sie nach therapeutischen Sitzungen irgendwie erwarten, dass die Betroffenen etwas berichten oder dass sie stets nachfragen, was sie essen wollen, was sie nicht wollen. Es ist genau andersrum. Das ist leider Überforderung dann für die Betroffenen. Denn meistens haben sie auch Schwierigkeiten mit Entscheidungen treffen. Deshalb können sie auch ihr Hilfe in diesem Sinne anbieten, wo sie vielleicht sagen, okay, ich koche mal uns was und wenn es fertig ist, gebe ich dir Bescheid oder ich bringe dir das. Wärst du einverstanden? Das sind Hilfe, tatsächliche Hilfen und nicht, wo wir versuchen, das, was uns gut tut, den Betroffenen auch, ja, nahezubringen, beizubringen, hinzutragen, aufzudrängen, denn all das geht nach hinten los. Ja, ich bin mir sicher, wenn Sie diese ja, so Leitplanken ein bisschen berücksichtigen, dass Sie schon eine Menge dazu beitragen können, den Betroffenen zu helfen, sozusagen als erste Hilfemaßnahme. Und je mehr den Betroffenen gut geht, umso mehr gehen Sie dann sowieso in Kontakt.
Und werden sie ihre Bedürfnisse vielleicht mehr kommunizieren oder dass sie auch von sich aus berichten. Und das hat seine Zeit. Nicht nur die Betroffenen bedarfen und brauchen, ja, das ist notwendig, Geduld zu praktizieren, denn Heilung können wir nicht forcieren, es ist unmöglich. Es passiert immer nur dann, genau dann, wenn der Körper sagt, jetzt ist es an der Zeit. Dann passiert genau der nächste Schritt. Genauso können wir vom Betroffenen nie erwarten, als Angehörige, dass sie ja ganz große Fortschritte machen, dass sie Entscheidungen treffen sollen, dass sie Dinge nicht mehr vergessen, dass sie zum Beispiel nicht Tag ein, Tag aus, aber viele Stunden schlafen oder andersrum nur noch nachts herumlaufen, weil sie nicht schlafen können oder dass sie von heute auf morgen ihre Schreckhaftigkeit plötzlich weglassen. Es wird nicht funktionieren. Genau, also ich hoffe, dass Ihnen diese Empfehlungen und Einladungen erstmal viel geholfen haben und gerne, dass Sie mir weitere Fragen stellen können. Fragen Sie, fragen Sie. Herzliche Grüße, Gabriela. 'Cause it feels like home.